Ja, eigentlich wollte ich heute eine kurze Folge machen. Das klappt jetzt nicht so ganz, wie ich das eigentlich wollte. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Und ich mache heute eine kleine Mission. Eigentlich wollte ich euch noch was Kurzes sagen. Ich habe die letzte Folge ein bisschen abonniert. Ich habe das erfolgreich gemacht. Wir segeln zur Küste von Afrika. So, was müssen wir machen? Noch gar nichts, erstmal. Hä? Versenken, irgendwas versenken. Schiffe versenken, oder was? Wie viel haben wir denn als Gegner? Fünfe? Noch geil. Also ich rate, das sind wieder ganz, ganz große Schiffe, ne? Weitere feindliche Segel! Ach so, das sind nur kleine. Ziel vorbei! Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Ja, Captain, eine Salve genau da rein! Das sind keine Gegner für uns! Feuer! Lass sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Alle aus der Großstadt! Ein Wrack mehr! Alle Segel, sie versenken! Ja, wir sollen Feindschiffe versenken, ja, geil! Machen wir doch! Feuer. Ja, aber das ist bestimmt nicht alles, das ist immer gerade sagen! Genommen. Feuert mehrere Salven! So, und jetzt habe ich klar, dass wir natürlich dann noch mal ein bisschen Action bekommen. Jetzt muss ich den großen Kollegen. Wo will man? Oh, ernsthaft, weil da irgendeine Insel gespawnt ist. Was ist denn jetzt schon wieder falsch mit dir? Okay. Gefechtsrollen. So, jetzt mal das große Ding machen, oder was? Mal einen kleinen Warnschuss setzen, oder was? Wir siegen, Sir! Ihre Schaffstelle ist ungeschützt! Ich stehe am Tor zur Hölle! Erwarten Befehle! Feindliches Feuer! Feuer! Sir, unterschätze sie nicht! Feuer! Lass sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Na, Captain, eine Salve genau da rein! Feuer! Zu viel Feuerkraft, Captain! Feuer! Feuer! So schnell wir können, Sir! Feuer! Da ist Ihre Schwachstelle! Feuer! Können wir entern, Sir? Feuer! Na, Captain, eine Salve genau da rein! Feuer! Versenkt. So, jetzt haben wir es doch hingekriegt.
den Weisen finden. Jetzt muss ich doch gucken, dass ich da rankomme, halbwegs, ne? Ah, sieht gut aus. So, die Schiffe haben wir ohne Probleme erledigt. Ja, 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 bin dabei. Oh, du sollst eigentlich da hoch rübergehen, Mann. Geh weg. Ja, ja, Captain über Bord. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier keine Pfeile haben, aber sieht da nicht so aus. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Aber auf dem zweiten Blick, scheiße, ich habe keine Munition, keine Dings, ne? Mit euren scheiß Kackbomben. Schön, dass ich gar keine. Jetzt muss ich ein bisschen rauskommen aus der Nummer. Aber zumindest habe ich ein bisschen Luft. Ich bin hier jetzt quasi mittlerweile durch. Bisschen hintergangen, aber das ist immer gut, wenn ich jetzt ein bisschen Ruhe habe. So, warte mal. Komme ich da rein? Muss ich da rein? Wie komme ich denn da rum? Also rüber komme ich nicht. Zumindest sieht es nicht so aus, oder? Super. Wie muss ich denn da jetzt rein? Aber wie komme ich denn da jetzt rein? Zweifel so oder was? Du die Kiste hier mitnehmen? Principe. Captain Kenway. Schon wieder eine missliche Lage, Roberts. Wir sollten endlich damit aufhören. Hör auf, mir zu folgen und dein Wunsch wird wahr. Das ist doch nicht nötig. Du weißt, ich stehe zu meinem Wort. Unser Captain Howell starb heute bei einem portugiesischen Angriff. Der sture Narr. Ich warnte ihn nicht, an Land zu gehen. Das wurde inszeniert. Von den Templern Burgess und Cochrane. Dieselbe Brut, die dich nach Havanna brachte. Ah. Ich fürchte, es macht keinen Sinn, vor den Templern zu fliehen, oder? Es ist wohl an der Zeit, zurückzuschlagen. Dieser Tonfall gefällt mir. Und ich weiß auch genau, wie. Doch diese Männer, Cochrane und Burgess, die dürfen nicht entkommen und von meiner Flucht berichten. Niemals. Glaub mir. Falls du Männer von meiner Crew siehst, tu ihnen den Gefallen und schick sie her. Ich tue, was ich kann. So. Doppelattentat auf Cochrane und Burgess. Was hab ich gesagt? Was war das zweite Piratenbefreiung? Ja. So, da war Burgess und Cochrane aufspüren. Na geil. Komm mal her hier.
Tschüss. Tschüss. Warte mal. Schlafhalle, Berserkerpfeile. Immer Berserkerpfeile mit. Wenn ich schon keine Dings hab. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir da wieder einen Weg reinfinden. Das sieht doch schon gut aus da vorne. Macht mal ein bisschen Ärger. Solange ihr euch tötet euch mal ruhig gegenseitig, das ist immer gut. Und du hast mich nicht auf dem Schirm. Und damit habe ich euch zumindest mal aus der Schusslinie. Ich brauche noch Pfeile, oder was? So, Kugeln voll. So. Naja, wie gesagt, eigentlich war nicht der Plan heute, dass ich noch groß was angehe. Wir haben jetzt noch eine Kiste. Aber ich habe vergessen aufzunehmen. Ja gut, deswegen haben wir jetzt das Problem, dass wir jetzt mal eine Mission machen müssen. Wie gesagt, eigentlich wollte ich euch ein bisschen zeigen, dass wir hier mal ein bisschen... Sag mal, das ist nur die Sphäre, oder was? Na gut, ein paar sind schon dran. Nur... Ich habe das Problem, dass ich jetzt gerade hier reingehüpft bin, wo ich gar nicht wollte. Oh, tschüss. Warte mal, ich stufe da mal ein bisschen in Ruhe. Ihr kümmert euch mal ein bisschen um das Lager. Mit kurz. Kann ich jetzt hier nicht. Darf ich nicht kurz mal eben ein bisschen plündern? Ja. Weiter. Da steht noch einer. Und davor stehen noch zwei. Bleib mal weg. Kümmert euch mal darum, um die Typen da. Genau, kümmert euch mal um. Oh, Alter. So, jetzt habe ich den nämlich. Jetzt habe ich mir den auch infiziert. Und der hat nämlich eine Waffe. Boah, Alter! Ja, natürlich! Sobald ich irgendwie eingeloggt bin, bin ich irgendwie... Jetzt auf Sitz. So, Piraten befreien, ne? Ich war doch schon drinnen im Lager. Warum muss ich jetzt nur mal rein?
gute Nacht. Und gute Nacht. So, die zwei ja mal kurz infizieren. Die sollen natürlich jetzt schön mal ein bisschen noch. Die hauen sich jetzt selber auf die Fresse, oder? Ach, die holen sich, der holt sich jetzt den noch. So, dir macht da jetzt mal ein bisschen Stunk. Das heißt, ich mach mich mal hinter euch ein bisschen durch. Ja, ja. So. So, jetzt habe ich mal ein bisschen, ich wurde mal ein bisschen gerade aus der Nummer gezogen. Jetzt muss ich gucken, dass ich die zwei da, die Kandidaten da kriege, die zwei, diesen Cockburn und Burgess. Die zwei. Da oben noch einer. Ein paar sind da, ne? Kriege ich die da oben alle auseinandergenommen? So, jetzt machen die da vorne ein bisschen Stress. Und ich hau mich mal aus dem Dings aus dem Staub ein bisschen. Das heißt, ich setze mich an einen anderen Ort. Ich muss mich gucken, wo ich da rankomme. So. Die sind bestimmt auf dem Schiff, oder? Wir sind bestimmt auf dem Schiff. Wie will ich das zutrauen? Ich habe leider keine Dings drunter. Das ist das Problem an der Sache. Ich habe leider keine. Die sind doch bestimmt auf dem Schiff. Nee, dann gibt es die da drüben. Nee, da sind noch mehr. Wie soll ich die. Die sind schon mal weg. Das sind zumindest ein paar gewesen, die jetzt ein bisschen auf dem Boden waren. So, dann gehe ich mal da hoch. Gute Nacht. So. Tschüss. So, die zwei. Tschüss. Tschüss. Ja, warte mal.
Problem, wo sind die denn, die Typen? Ich meine, ich habe jetzt ein paar. Die sind aber nicht auf dem Schiff, oder was? Auf dem Schiff ist gar keiner. Wo sind die denn hin? Da ist noch mehr, ne? Krieg ich die zwei da? Ne, die zwei krieg ich nicht weggeholt. Nicht von der Position aus. So, gegenüber war dann mindestens noch einer. Dem Turm ist der. Den hole ich mir noch und dann machen wir mal einen kleinen Break. Ja, was ist denn der? Ach, da. Tschüss. Aber und ich habe keine Dings, ich habe keine, das sind fünf, ich habe keine Dings, keine Möglichkeit, aber ihr geht mal gerade weg, ne? Das heißt, ich kann euch mal die Glocke kurz abnehmen. Genau, verschwindet mal ruhig alle, weniger, ja, ich habe ja schon ein ordentliches Stück weggeräumt. Ja, verdammt. So, jetzt sabotieren wir. Also, jetzt habe ich die Typen auch weg. Gott sei Dank. So, und tschüss. Und in der nächsten Folge machen wir dann weiter und dann probieren wir mal, die zwei Kandidaten dazu holen. Bis dann. Tschüss.